So, jetzt gehen wir mal zuerst der Hellrottenmarkierung nach. Ich habe jetzt alles markiert in der letzten Episode, wo wir jetzt hinwollen, bevor wir der Hauptquest nachgehen, also den Vollbringer-Heldentaten, was wir eigentlich schon abgeschlossen haben. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt einfach nur einen Segen. Hey, ja, du hast es geschafft. Ich bin eigentlich nur so ein kleines Kind, das mich eh nicht interessiert und ich wollte dich nur ablenken und nur Spaß haben in Wirklichkeit. Kommt irgendwie so, was wird daherkommen? Ja, machen wir jetzt die anderen Dinge noch vorher. Schau, wie leicht ist er galoppiert. Oder trabantet, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Oder kantert. Ist das der Kanter? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, herzlich willkommen zurück hier zu Immortals Phoenix Rising auf der Nintendo Switch. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Ich will der hellroten Geschichte nachgehen, das heißt... Oh Gott, die Hauptquest ist da voll im Weg. Ah ja, da. Da ist die fette Lyra. Ja, tut euch nichts an, ich tue euch nichts. Die ohne irgendwelche... roten oder gelben oder grünen Ausschläge, Viecher, die tun nichts von sich aus. Und da haben wir jetzt 1, 4, 3, damit wir das mal machen schnell. Athena, sie hütet die Stadt und liebt wie Ares den Schlachtruf. Jene, die in den Krieg ziehen und heimkehren, wird sie gar retten. Göttin, erfülle mit Glück unser Schicksal. Mein Eulchen! Mein Eulchen. Und zwei weitere Chiaronsmünzen. So. Oder Charonsmünzen. Charon. Chiaron. Naja. Wie auch immer. Wir sollten die Markierung... Hey, kannst du die Markierung bitte löschen wieder? Wir begeben uns jetzt weiter in den Osten zur nächsten Markierung. Normal sollte es die dunkelrote hier unten sein, wie es ausschaut. Sehe ich gerade. Das heißt, wir werden mal hier nachsehen, was es damit auf sich hat. Da waren wir doch schon mal. Oder etwa nicht. Warte mal. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube mal eher nicht. Das eher nicht wird zutreffen. Hi. Upsi. Au. Er hat Au gesagt. Vogel. Easy. Hey, da oben habe ich was glänzen sehen. Ich sehe da noch immer was glänzen da oben. Es ist Adamant. Tja, wohl oder übel werden wir da hin müssen. Was haben wir denn hier? Oh, schau. Servus. Warte mal. Genug, perfekt. Oh, da ist so viel. Kriegen wir das überhaupt hin? Müssen wir zuerst nur die leichten und dann nur die schweren? Kann das denn sein? Zuerst nur leicht? Yep, nur leicht. Ist okay. So, und jetzt nur die schweren. Bedeutet du? Was ist jetzt? Hin und wieder, gell? Ich sag's nur hin und wieder. So. Du. Moment. Oh Gott, da ist ja noch was zu beschweren. Keine Ahnung. Was mit dir da oben? Okay.
hast. So einfach geht das. Mehr oder minder. Kiste ist Kiste ist Kiste ist Kiste. Nett. Kopfschmuck des triumphalen Sieges. Wie geil. Bin ja schon mal froh, wenn wir langsam dann mal irgendwann unsere Axt ausmaxen können. Achso, gehen wir noch schnell zu dem Adamantscherben darauf. Wäre doch eine Idee, oder? Da ist er. Gelber Adamantscherben. Ihr fordert mich heraus? Versagt! Und ich tilge euch von dieser Welt! Ja. So, ein paar gelbe. Jetzt schauen wir, welche Markierung wir als nächstes in Angriff nehmen. Nehmen wir die grüne dahinter. Oder. Ich überlege gerade, ob wir gleich den Weg hier gehen. Weil hier ist definitiv so ein Daedalus Audio Lock. Machen wir das. Gehen wir mal zum roten runter. Vor allem, das ist jetzt gar nicht so weit weg. Ist die Frage, ob das ein Sternbildrätsel davon ist, weil es so ein großes Gebiet ist. Ich sehe schon, wo es ist. Se Ambrosia ist da oben auf der Statue, auf der vergüldeten Statue der Athena. Die Sterblichen lagern ihr Getreide in Kornkammern. Demeter wacht über sie ebenso wie über die Geheimnisse des Jenseits. Dir haben wir aber auch alle sinnlosen Aufgaben aufgebrummt. Können wir das nicht zusammenfassen? Eine Kornkammer ist doch quasi das Jenseits des Getreides. Ist das so? Odysseus. Na, wie heißt er? Nicht Odysseus. Zeus. Den brauchen wir fix. Irgendwo da draußen. Wenn wir den brauchen. Was ist denn das? Oh. Und wie bringe ich euch jetzt zum Brennen? Ah, von da oben. Okay, ich sehe es schon. Komm, machen wir mal vorne. Ich renne darauf. Und wir machen diesen hier. Ich dachte mir, das geht jetzt schlechter. Aber es ging ganz gut. So, ich weiß noch immer nicht, wo ich den Scheiß hinbringen soll. Aber wir haben ihn mal. Das ist nicht so verkehrt. Sie steht von selbst, super. Da oben ist auch nochmal Ambrosia, sehe ich gerade. Oh, müssen wir einfach die Gegenstücke hier rein... Oh, das könnte sein, ja. Dass wir die Gegenstücke da drauflegen müssen. Das wäre dann... ganz angenehm, wenn das das Rätsel ist. Wenn das des Rätsels Lösung ist, so. Großmisch. Was haben wir hier? Irgendwas? Athena erfand viele tolle Dinge, die das Leben der Sterblichen bereicherten. Vor allem, was die Landwirtschaft betraf. Ja, schau. Sterbliche sind so undankbar. Diese Myrmex gab den Flug als ihre eigene Erfindung aus, aber dafür wurde sie zur Ameise. Zur Ameise? Weil Ameisen so fleißig sind, oder was? Ein Stier. Du Heftiger. Gehen wir mal schnell zu dem Ambrosia darüber.
fetter Tempel, hey. Schauen wir, wie drauf kommen soll. Ah, scheiße. Komm. Kletter rauf. Kletter rauf, Kletter rauf. Und schneller. Und höher. Wieso gehst du nach rechts? Ich lenke nach rechts, du Penner. Alter, ich komme mir teilweise so verarscht vor von dem Zeug, hey. Das ist unglaublich. Ja. Woo. Erwischt. Schau mich nur ein bisschen um hier. Was ist das für ein Tempel da? Das ist sicher auch ein athenischer. Athena, Athena. Oh, Athena. Ich habe halt irgendwie so das Gefühl, wir nehmen gerade der Hauptstory irgendwas voraus, aber wer weiß. Das schon. Was ist denn das? Sage mir, ist das auch was wir runterbringen müssen? Oder einfach nur eine gemütliche volle, eine Feuerschale, die wir irgendwo hintragen müssen? Ich bin mir nicht sicher. Gehört's daher? Yep. Na, wie nett. Eine Räucherschale ist das anscheinend. Und du? Machst was? Okay, hätte die woanders auch herbringen können, wie es aussieht. Ah, schau, das ist diese Hake. Das ist der Flug, gehe ich mal davon aus. Was haben wir denn hier? Ha. Hier haben wir irgendwie nichts. Ah ja, da gehört wahrscheinlich das nächste her, das nächste Räuchergefäß. Ah, na komm, ugh. Dürfte die Tür aufgegangen? Ja. Die Tür ist aufgegangen, was auch immer hier drinnen ist. Hey, das ist eine neue Stele, die wir dann wahrscheinlich später irgendwann lesen müssen. Wir greifen sicher gerade vor noch eine Stele. Komm, runter, runter, geh runter, Alter! Feuer, Feuer. Du brennst irgendwie nicht da oben, gell? Sollst du brennen? Bin mir nicht sicher. Schwert. Und hier noch ein Räuchergefäß ablegen. Bringt das was? Bräuchte das was? Aber du brennst tatsächlich nicht, weil... ...es noch nicht ganz befreit ist, das Ding. Schätze, ich bin noch nicht so weit. Ich komme später zurück. Ja, weil es der Hauptstory. Sobald es der Hauptstory gelegen kommt, ne? Höchstwahrscheinlich. Aber wenigstens haben wir mal alles befreit hier. Das, was dann wahrscheinlich später wieder komplett nochmal zu tun ist. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es wirklich nicht, dass es nochmal zu machen ist. Aber man kann ja nie wissen. So, da überlege ich nämlich gerade, wo ist denn das nächste, was wir rausholen müssen? Wir haben aus dem, wo wir jetzt draufstehen, was rausgeholt. Wir haben da unten was rausgeholt und nirgends sonst. Interessant. Wo ist jetzt die? Ah, da. Bringen wir mal zumindest das Zeug da weiter. Das dritte müssen wir noch irgendwie finden, wo das dritte Teil ist. Achso, das liegt daneben. Cool.
Und das ist jetzt die... Oh Gott, und da kriegen wir jetzt noch eine Herausforderung. Das gibt es hier gar nicht, oder? Es muss jetzt 4, 5, 6 Münzen geben. 4. 4 ist gut. Ameisen können ein Vielfaches ihres Gewichtes tragen. Eine passende Metapher für Menschen. Ist das so? Wir können das nämlich nicht. Physikalisch zumindest nicht. Deshalb hat er ja auch gesagt, das ist eine Metapher. So. Was ist denn das da unten? Da unten ist schon wieder was, was ich nicht... Geil. Moment, Moment, Moment. Oh Gott, war ich viel zu langsam. Oh Gott. Schon wieder. Oh Gott, Alter. Okay, das bringt gar nichts. Nein! Nein! Es war so knapp, es war so knapp, hey. Scheiße, und jetzt ist daneben gegangen, hey. Es wäre sich alles ausgegangen, hey. Ich sag's dir, wie es ist. Woo! Oh, das führt in einen Tartarus-Gewölbe. Auch cool. Kann ich mit leben. Ist gut. Ist alles gut. Haben wir das entdeckt? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das vorher entdeckt haben, aber auch cool. Bitte Arena, bitte Arena. Ich hätte gern alle geschmolzenen Fragmente. Gibt's alle? Gibt's sowas wie alle? Ich weiß es nicht. Stymphalische Nester. Also die stymphalischen Nester. Es gibt definitiv zwei Kisten. Geht man davon aus? Yep. Oh. Yay. Was mache ich mit dem Zeug da? Okay, wir werden das mal einfach... So geht's auch. Warte ab, ich sehe schon. Das ist cool, das ist witzig. Das macht tatsächlich Spaß auch noch. Bis jetzt halt. Moment, Moment, ah da. Die müssen wir komplett niederfahren, sozusagen. Wenn ich das einfach so treffe, geht's auch. Okay, der ist weg. Passt. Okay. Okay. Ja, und da man. Uppi! Das wollte ich nicht. Und da man davon ausgeht, drei Stern, also drei Kopfrätsel, also schwieriges Gewölbe auf gut Deutsch, bedeutet das für mich, dass wir noch lange nicht am Ende sind.
mach mal die meisten jetzt gleich von hier aus. Oh! Alter! Oh, zwei auf einen Streich. Das nenne ich mal Geilheit. Pure Geilheit. So, du? Ich fahr jetzt mal mit. Eine Runde. Schauen wir mal, ein paar haben wir ja schon getroffen. Oh ja, schaut, da fehlt aber noch einer. Du bist mir vorher wohl entgangen. Es geht dahin. Das ist nicht so schwierig. Bis jetzt. Wer weiß, ob das nicht sich wieder auflöst oder sich wieder fängt, das Ganze nach einer Zeit, dass man sagt, okay, man hat ein Zeitlimit, das wird das Ganze schon deutlich erschweren. Ich sehe irgendwie nichts. Ah, da hinten ist noch einer. Okay. Der Phosphor ist jetzt mittlerweile echt ultramächtig. Durch das, dass er 150% Angriff plus hat, seit wir Daedalus Schatzkammer geplündert haben, ist es halt schon richtig geil. Und er sieht halt optisch dadurch auch mega mächtig aus. Auch wir mit unseren Icarus-Schwingen schauen nicht so schlecht aus, mit den schwarzen Teufeln. Mal schauen. Okay. So. Erwischt. Oh, schau, da haben wir auch eins erwischt. Nein, haben wir nicht. Wurscht, ich fahre mal mit der Runde. Es ist ja auch witzig, mal wieder zwischendurch mitzufahren. Ah, der ist schon weg. Der zählt schon als weg, wie es ausschaut. Hä? Was war denn das bitte? Oh. Mhm. Gemein, gemein. Es wird doch schwieriger, muss man ja sagen, gell? So. Dich haben wir. Warte mal, ich sehe da gerade was. Machen wir dich gleich als erstes. Jetzt muss ich erst schauen. Ah ja! Es geht dahin. Ich sag's euch, es geht dahin. Es wird halt nur immer mehr. Anstatt weniger, ne? Also es ist, mehr anstatt schwieriger, so wollte ich sagen. Oh ja, yeah, das war daneben. Gut, warte, ich sehe sie. Hi. Das war es noch immer nicht. Okay. Ah, scheiße. Hey, erwischt. Tatsächlich, ja? Glück. Bisschen Glück, bisschen Pech, eigentlich mehr Pech als Glück. Ich glaube, ich habe mehr Pech als Glück.
war's das jetzt oder haben wir gerade das Zeitlimit? Oh Gott, wir haben gerade das Zeitlimit überschritten. Ach, fickt auf die Wand an. Wir haben das Zeitlimit überschritten. Tja. Natürlich haben wir das Zeitlimit überschritten. Ach du Scheiße, Mann. Ja, das ist dann doch. Okay, warte mal. Du bist erledigt, passt? Scheiße. Ist gar nicht so cool, wenn ich was Erledigtes schon mache. Beschleunige. So, perfekt. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo sind wir da gelegen. Ach, geh scheiße, wo sind wir gelegen? Sondern auf den da fertig. Passt. Nummer 1. Perfekt. Oh, schau mal. Da ist einer. Passt, die Seite ist abgeschlossen. Das ist ja schön zu wissen. Wenn man sieht, dass da eine Seite bereits abgeschlossen ist. Ach, was das? Fahren wir gleich da durch. Rüber. Schauen. Ah, ich sehe es. Warte, diesmal. Aber komm. Yes. Ja, sehr gut. Gas. Diesmal schaffen wir das Ganze in der ersten Umdrehung. Passt, next. Warte. Gut. Und jetzt, warte mal, ich sehe da was, was raufgefahren kam oder kommt. Ah, da. Komm bitte, sei es. Ah, er war es. Gut. Schwierig. Naja, schwierig. Langwierig. Nicht schwierig. Not schwierig, but langwierig. So. Ich sehe 1, 2 Kisten. Direkt am Ziel. Das ist natürlich nett, wenn die am Ziel gelegen sind, die Kisten. Wollen wir uns dann jetzt um irgendeinen Zweitweg kümmern? Gute Sache. Ambrosia. Jetzt können wir bald wieder, wenn es so weitergeht, können wir bald wieder 2 Stück machen. Wir brauchen jetzt 9 und dann 9 oder 10 wahrscheinlich, gehen wir davon aus. So, Achtung. Kurzzeitig die falsche Taste gedrückt. Zorniger Helm des Einäugigen. Ja, und wie komme ich... Achso, so. Wie komme ich da wieder raus? Genauso, indem ich das Tor antippe. Heißt mal, ich komme zurück und bekomme einen neuen Blitz. Yay! Coole Sache. Ich war eigentlich gar nicht vorbereitet, dass man in dieser Folge irgendwie... ein Gewölbe des Tartarus angehen, aber coole Sache an sich. Mit etwas Glück kommt meine Wasserkühlung heute. An meinem Aufnahmetag, nicht an dem Ausstrahlungstag. Lecker. Saft. Es ist 11.24 Uhr, falls ihr wissen wollt, wie spät es ist. Komm, geh raus. Lade fertig. Die Ladesequenzen sind ein bisschen nervig, muss ich sagen. Es nimmt einen den Wind aus den Flügeln. Ich habe ein bisschen Grammatikprobleme bei der Aussprache. Es nimmt einem... den Wind aus den Flügeln. Das ist mehr Zungenbrecher als Grammatikfehler. Scheiß Deklinationen.
Eieieiei. Was hab ich da? Ich sehe da doch was. Da ist eine Kiste in 115 Meter über mir. Die muss ich auch noch schnell holen. Und dann gehen wir unseren Markierungen nach. Eine komplett unbewachte Kiste. Es ist schön. So. Oh Gott. Gut, sie war ein bisschen bewacht. Muss man schon zugeben. Aber macht nichts. Gold, Bernstein, das ist das Schönste, was man aus Kisten rausziehen kann. Gut, perfekt. Das ist der Cut.